Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom TideQuest Multiplayer Play mit Chantal und LaFishi. Und ja, ich habe mich wieder zuerst genannt, den Dojos sind diesmal Part nicht dabei, weil er keine Lust hat auf die Dojos, weil die sowieso noch sterben. Und wir sind jetzt hier bei einem Arschfall Limos. Limos sind die Lebensfresser. Wir haben halbwegs annehmbare Gegner, die mich nicht one-hitten. Danke, Spiel. Ich habe gar keinen Schaden gerade gemacht, oder? Sie nicht wirklich. Also sie haben mich gefokust, ja, aber auch mir haben sie nur 100 1000 Millionen Schaden gemacht. Nein, nicht viel eigentlich. Die machen mit einem Schlag wenigstens 200 Schaden und nicht 6000. Aber die machen mich so langsam. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr. Achso, deins. Danke. Also die Ebene finde ich schon spaßiger als die letzte. Ja, weil man nicht durchgehend tot ist. Und war ich vorher auch nicht. Es könnte eventuell gleich ein bisschen oh mein laut. Gott, Es könnte gleich ein bisschen laut. Es könnte gleich ein bisschen lauter werden. Meine Freundin müsste gleich zurückkommen. Ich weiß es aber nicht sicher. Ich habe gerade nur eine Tür klappern gehört und Wasserhahn und bei uns im Haus hört man ziemlich vieles. Dodge. Oh nope. Okay, in der Masse machen sie richtig Schaden. Diese Fähigkeit sie dich fokussen. Voll ausgebildet. No, ich habe die Hunde auf mir. Hast du? Ach, da bist du. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Da hinten ist ein Zauberer, der heilt. Ich weiß, er kotzt mich an. 14 jetzt. Nil wäre super. Danke. Oh, dann kischt er. Ich wollte gerade auf R drücken. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Gut, dass ich meinen Zeigefinger, der normalerweise auf R liegt, auf 3 habe, wo mein Heal ist. Mein Zeigefinger liegt auf R? Standardmäßig liegt er auf D, aber ich hau ihn halt immer auf R drauf. Mit welchem Finger aktivierst du R, wenn du es brauchst? Ja, mit dem Zeigefinger, aber du hast gesagt, er liegt da, dann dachte ich so, was? Ja, weißt du, ich würde normalerweise den Zeigefinger dafür bewegen und jetzt müsste ich einfach den Zeigefinger drücken. Ich gerade auf Reflex aus R auf R wollte. So nach dem Motto, oh, die nervige Waffe muss mal wieder nachgeladen werden. So einmal in 3 Jahren. Ja, ich habe halt ziemlich viel Munitionsregeneration und sowas. Ich glaube, das Let's Play, das vielleicht irgendwann mal dazu kommen wird, wird sehr lustig. Vor willst du wieder einen Gunsucker spielen? Na, weiß ich noch nicht. Je nachdem, ob Kishi mitspielt. Du wirst ja bestimmt den Assassinen spielen. Auf gar keinen Fall. Echt nicht? Nein, ich hab den jetzt schon fast durchgespielt. Wie soll ich ihn nochmal spielen? Weiß nicht, weil der OP ist. Der ist nicht OP. Der ist richtig OP, Mann. Der ist kein Stück OP. Du machst 7 Milliarden Nahkampfschaden. Nein, mach ich doch nicht. Ich mach so gut wie gar keinen Nahkampfschaden. Ich muss dafür kritten auch noch. Also bei den einfachen Gegnern mach ich viel Nahkampfschaden, aber zum Beispiel bei den Robotern habe ich zum Beispiel fast gar nichts gemacht. Also nicht, ich weiß gar nicht, ich habe immer noch gut Schaden gemacht, aber es ist nicht so, dass ich sage, krass OP, Mann. Ich muss halt auch irgendwie nur Schadensquelle haben. Ja, ich bin tot, danke. Bitte. Portal, bitte. Geht. Boah, dass dieses Spiel auch wirklich manchmal nicht checkt, dass man 3 und dann auf sich klickt. Dann muss das Spiel erstmal denken, Wollen wir noch zum Ausgang laufen? Ach so. Heilen. 15 Sekunden später. Oh, ich könnte ja mal was anmachen. Oh, so eine langsame Zaubergeschwindigkeit, ey. Ich hasse diese scheiß Bogenschützen. Ich auch. Hauptsache, wir können bei Jack töten. Ich habe mal den Necromancer gespielt und mein zweiter Charakter und der ist auch nicht gar nicht. Also der ist. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich würde, wenn den Gunsurker, den Assassinen oder diese, die Sirene. Sirene spielen, ja genau. Die Sirene, weil sie halt einfach eine Frau ist und weil sie geiles Kopfgeld hat. Deine Klasse, weil ich sie OP finde, Punkt. Weil sie OP finde, ist und deine den, Klasse. Und den Gunsurker, meine Klasse ist nicht so OP. Du machst einfach 1000 Schaden, du verbrauchst keine Kugeln, es kommen einfach viel mehr Kugeln dazu noch. Ich verbrauche einfach kein Geld mit Kugeln kaufen, dafür sterbe ich alle 10 Sekunden. Ja, warum? Weil ich kaum
Regeneration und sowas habe. Ich habe auch gar keine Regeneration, ich habe gar nichts. Ja, aber du kannst dich mit deinen Dingens verstecken. Ja, einmal. Du kannst halt irgendwie alle 10 Sekunden unsichtbar werden. Jetzt heilt einfach nicht. Freddy, Portal. Ich bin gerade selber am Kämpfen. Wie gesagt, könnte jetzt ein bisschen lauter werden. Bin tot. Gut, dass ich noch schnell durch dein Portal gegangen bin. Mach mal ein Portal. Steht. Hui. Wir reden immer wie in den Let's Plays nie von uns, nie von dem Spiel, was wir gerade spielen, sondern einfach von irgendwelchen anderen. Was sollen wir hierüber auch reden? Ist gerade nervig. Geht mir gerade einfach nur auf den Sack. Arsch voll Gegner. Noch viel mehr Arsche voll Gegnern. Das Spiel buggt zwischendurch immer mal wieder. Zum Beispiel, indem die Leute sich wegporten, auf die man einschlägt. Das Spiel 6 Jahre lang zum Zaubern braucht. Was mich richtig ankotzt. Ich habe die ganze Zeit kurze Standbilder. Wir aufgehört haben mit dem Let's Play kurz. Bei Windows 8, da hatte ich das dann ja auch bei Windows 7, dass ich da immer kurze Standbilder hatte. Aber im letzten Part hatte ich es nie, jetzt habe ich es wieder. Du hast im letzten Part auch schon rumgemeckert, dass du zwischen die Standbilder hattest. Ja, aber das war auch wegen, weil er alles totgelaggt hat. Ja, das waren aber die letzten Parts, Freddy. Ja, aber die Parts dazwischen. So ab dem, ich weiß nicht, wo haben wir da aufgehört. Keine Ahnung, auf jeden Fall lief es ziemlich lange gut und jetzt ist es wieder so, dass es zwischendurch kurz einen Standbild gibt. Titan Quest ist halt ganz komisch, ich hatte auch gerade zwischendurch 50 FPS und jetzt bin ich wieder auf 34 runter. Ja, das sind so viele Gegner einfach. Ich bin halt einfach durchgehend tot. Du brauchst mehr Energie. Ich bin tot. Die machen mir so ich viel auch. Schaden. Ja. Wollen diese 3 Gegner, das ist einfach so. Vor allem müssen wir jetzt zum Arsch der Welt rennen, Alter. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Ich mach mal kurz die Aufnahme aus, weil ich dann bessere FPS hab. Hallo, wieder da. Ihr habt nichts verpasst, außer dass wir ein bisschen über The Binding of Isaac geredet haben. Und der Wichser bringt uns zurück zu seiner Truppe. Die KI, Alter. Das KI. Ist doch gut. Ja, eben. Denk mit. Ja, gut ist das nicht. Also, ja, doch, es ist gut. Aus der. Die machen auch so unendlich viel Schaden. Ja, vor allem auch mit den Pfeilen, ey. Und die locken einen immer zurück zu ihrer verfickten Truppe. Die sind einfach... Wie... Das zensierst du jetzt auch? Kanacken. Das ist auf gar keinen Fall. Fick dich. Ich bin immer richtig rassistisch, Alter. Okay, 3 funktioniert nicht. Danke. Erster ist tot. Ich habe gerade 2 Stunden gebraucht, bis 3 funktioniert hat. Ja, jetzt wo du keine Agro hast, ist das super. Nee, eigentlich nicht. Nein. Komm schon, mach ihn tot. Renn doch nicht weg. Ja, fick dich auch. Jo, aber mich immer anschreien, wenn ich wegrenne, weil ich fast tot bin. Ja. Ich bleib normalerweise stehen. Komm, ich lock die wieder alle an und du kannst sie hinter mir wegtöten. Wenn ich stehen bleibe, habe ich 1000 Schaden kassiert. Dann. Nächstes Mal bitte, bevor du stunst. Ich dachte gerade, ich hätte Mordecai gelesen. Ja, schon wieder ganz viel Albträume. Ich glaube, du hast so viel Borderlands gespielt. Ja, Lilith. Und die geile Angel. Alte, von der ich vergessen habe. Ja, genau, Angel. Und die geile Alte, von der ich... Guck mal bitte auf die Karte. Ja. Gleich, also... Wenn den Kampf besiegt, bestritten haben. Ich kann mich nicht heilen! Portal, bitte. Danke. Geht. Was ist denn auf der Karte? Da oben ist es ein bisschen verbuggt. Nun habe ich einen Stun, wenn ich sterbe. Kurz vor Sterben bin. Moment. Oh ja. Bei mir ist das so ganz hell, ne? Ja. Und auch so ein Strich mittendurch. Da haben sich die Leute wieder richtig Mühe gegeben, die das Spiel programmiert haben. Gut gemacht.
GG. Mein Gott. Mein Gott. Wir sind raus aus dieser verfickten. Also nein, ja. Raus, aber... Oh Mann. Wir sind immer noch in der ersten Etage. Bossfight? Bossfight. Sieht ja, so aus, 100%. Ich warte mal kurz. Oh. Nochmal schnell nachladen. Oh, ja. Oh, guck mal, ein Doge! Oh, mein Goat! Oh, fuck, verfickte Scheiße! Ich hab gerade auf meinen Hund angegriffen. Oh, ich bin tot. Echt? So gut wie. Also, er macht mir kaum Schaden. Tja, er hat ja auch gerade auf mich. Nicht in die Feuer rennen am besten? Feuer, das ist man so gut wie tot. Ich weiß, ich stand gerade eben Stunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Willst du bitte wiederkommen? Rat mal, wo man spawnt. Außerhalb vom Raum. Am Anfang der Ebene. Portal steht. Könnte sein, dass du in Feuer spawnst. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee, Feuer ist gerade aus. Ich hab Agro? Du machst tot. Okay? Böses. Moment, wuff, wuff. Macht mir Aua, Aua. Ich mach den so gut wie keinen. Ich hab Agro, super. Kannst du ihn stunnen? Nein. Sag mir, wenn nicht. Du Health brauchst. Oh, ich bin tot. Würdest du bitte kurz ein Portal öffnen? Es. Okay, danke. Chantal, la grande poppa. Nein, Grab öffnen, nein, Grab öffnen. Oh, ich habe Agro. Ich beschwöre mal kurz einen Wolfi, der ihn ablenkt. Ich glaube, mein Wolfi ist schon tot. Wo rennt der hin? Ach, dir hinterher. Ich habe gerade auf deine Pfeilfalle geachtet. Oh, danke, er greift mich wieder an. Ha. Ha, ja. Er hat meine Pfeilfalle getötet. Ja, aber du hast eine Standarte aufgestellt, das ist gut. Brauchst du Leben? Ja. Schnell. Oh, das war verfickt nochmal knapp. Es ist nicht so einfach, dich zu heilen, wenn der in dir steht und deine Standarte noch direkt daneben steht. Komm schon, 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 ja. Verfickte Scheiße, war der schwer. Was wollte sie? Oh, könnte ich die Truhe schnell. Okay. Ich glaube, ich habe ein Schild für dich. Ich habe gedacht, das ist irgendwas geistig mäßiges. Schild der Pein. Puh, sieht geil aus. Hier. Das ist aus dem Set. Okay, das Set ist... da ist mein Helm, glaube ich, raus. Nein, der macht nicht. Nein, okay. Dein Helm? Seelenspieß. Den du mir gegeben hast, ne? Ja. Der hat kein Set, das ist einfach nur. Wenn ich den benutze, kann ich bestimmt meinen Schild nicht mehr benutzen. Ja, wenn ich den benutze, kann ich meinen Speer nicht mehr benutzen. Fuck. Was brauchst du für dein Dings? Ich glaube mehr Geschicklichkeit. Ja, mehr Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. 220. Schuhe mit was? 18 Geschicklichkeit. Wie viel Rüstung? Ganz viel, aber die habe ich gerade an. Ach so. 116. Kommst du jetzt mit? Habe ich aber auch bessere. Ja, warte. Wie gut sind deine Schuhe denn? 120. Und okay, 42% Regesundheitsregeneration. Ja, es heißt Regesundheitsregeneration. Sei gegrüßt, sterblicher Held. Sei gegrüßt, großer Krieger. Sei gegrüßt, Besieger der Titanen. Danke, dass du uns befreit hast, Held von Griechenland. Hades trotzt vielleicht seinem Schicksal, aber du solltest ihn nicht unterschätzen. Ihr hättet uns auch helfen können, ihr Arschlöcher. Oh Gott. Ah. Oh mein Gott, ja. Blind. Aber sieht hübsch aus. Me too, me too. Guck mal, wie geil das aussieht. Oh mein Gott. So blind. Lass mal hier wohnen, Alter. Alter, wurde das auf einmal hell. Ich sehe nichts mehr. Alter, ich kriege richtig Kopfschmerzen davon. Ich mache nochmal meinen Game Mode an, dann wird das Ganze noch heller. Oh, er ist an, okay. Deshalb ist das Ganze so hell. Fuck. Boah, macht mir das Kopfschmerzen.
Oh, Alter. Leben? Das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Ach, halt's Maul, das ist hell. Auf die Felder vor dir. Große Taten, wie schon immer. Okay, meine andere Rüstung war besser. Intelligenz-Scheiß, Energie-Scheiß, Kälte-Scheiß. Eine arkane Formel habe ich gekriegt, nice. Ich auch. Nice, nice, dieser Scheiß. Geschmolzene Sphäre. Ich habe Phantomwächter gekriegt. Benutzt du deinen? Ach, kannst du den schädlich benutzen. Aber wirst du dann benutzen? Ja. Wenn ich kann, werde ich ihn benutzen. Scheiße, ey. Gibt's kein Portal oder so? Der ist nämlich richtig nice. Doch, da oben. Portal. Oh, hier ist noch ein Brunnen. So wie eine Spinne sich um ihr Netz kümmert, so webe ich feine Symmetrien. Oh nein, hier gibt's noch einen Kampf. Anbiete. Kommst du? Ich brauche erstmal irgendwas mit Geschicklichkeit, Mann. Ich will den Scheiß benutzen. Ich bin hier, um dir zu dienen. Ja, wir haben noch 2,5 Minuten. Ich Alter, habe ist das von dir hell. Gehört. Fluch der Titanen. Nicht so rum, so schlimm ist es auch nicht. Freund. Doch, es ist genau so schlimm. Ah, du bist gekommen bei der. Wieso sind hier 2 Portale? Ach, das eine ist ein Brunnen, okay. Er war nur so riesig. Ja klar, und in dem Garten Eden ist natürlich wieder. So ein Scheiß. Guck mal, so wie Scheißgegner. Geil. Ja, nice. Ich bin fast gestorben. Mana Burn. Ja. Immerhin kämpfen die Geister mit. Ja, der Mana Burn macht jedes Mal mein Eichenherz aus. Danke. Was ja auch total sinnvoll ist, weil das kein Mana reserviert. Was mit dem Burn natürlich nicht kaputt gehen könnte, logischerweise. Mein vergiftete Klinge ist auch rausgegangen, merke ich gerade. Ja, das ist mal richtig zum Kotzen. Aber mein Klingenschärfen ist angeblieben. Das reserviert auch keine Energie. Das kostet nur ein bisschen. Reserviert Energie? Ja, das sind beides reserviert Teile. Okay. Habe ich eigentlich meinen Timer überhaupt gestartet? Ich habe meinen gestartet. Ich habe meinen auch gestartet. Entschuldigung. Minute noch. Sieht durchaus schön aus. Mit mehr FPS wäre es schön. Ich habe nur 23. Das ist nämlich dann dieses eine Dings da, wo man alle Teile sehen könnte, alle Sets. Was da meinst du? Da hatte ich mir so ein Map runtergeladen und die hatte in etwa so ein gleiches Design wie das hier. Auch alles so schön hell und so ein Dreck. Da oben war gerade noch ein großer mit Ansturm. Du kannst dich nicht auf den Berg von mir verstecken, du kriegst auf die Schnauze. Da unten ist eine Höhle. Endlich aus der Gerichtsebene raus. Ich habe hier richtig wenig FPS, ich habe keine Ahnung warum. Ich hab hier volle. Ich hab 22. Kurz mal Aufnahme neu starten. Jetzt habe ich 47. Ja, die Festplatte kann ja auch nicht voll sein, ne? Doch, das könnte durchaus sein, dass sie langsam voll ist. Ich habe noch die gesamten alten Parts drauf liegen. Gehen denn die FPS runter? Ja, eigentlich schon. Timer? Ja, mein Timer. Ja, ich bin nochmal pünktlich gestorben. Oh mein verfickter Gott. Ich versuche nur zu entkommen irgendwie. Mach das mal und dann verabschiede ich mich schon mal von meinen Zuschauern und hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.